Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Clash Royale hier heute auf dem Kanal mit mir, dem Herrn Sofort. Ja, so, wir gehen direkt mal in den Kampf mit dem Friedhof. Ich habe ihn in der letzten Folge in der Supermagie-Tour gezogen. Ja, und jetzt seht ihr ihn das erste Mal, wie ich ihn benutze. Es ist so schön, es ist so schön. Friedhof. Nein! Die Princess, nein! Die Princess geht auf den Mini-Packer. Oh Mann. Na toll. Geil. Ich setze einfach nochmal den Friedhof hier hinter. Vor allen Dingen, den muss. Nein! Er setzt einen Riesen gegen meinen Friedhof. Alles klar. So wehrt man heutzutage im Friedhof ab. So, ich hätte jetzt einen Eisgeist. So. Wir setzen nochmal den Turm. Zack. Nein, das setzen hat jetzt überhaupt nichts gebracht. Ich setze eine Prinzessin. Dass die Minion-Horde bitte keinen Damage macht. Also nicht viel. Ein bisschen Damage. Macht sie. Das ist normal. So. Oh nein. Bowler hier, schön. Bam, 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 bam. Komm, 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 komm. Okay. Jetzt setzen wir einen Eisgeist. Der Friedhof ist hier auch schon am Start wieder. Der Bowler. Der Eisgeist klemmt hinterm Bowler, genau da. Und am besten mache ich es einfach so. Und da hinten so. Dass der Friedhof kommt. Bam, bam. Und dann ist sein Turm auch schon down. Bam. Sein Turm ist locker down. Weil gegen den Friedhof macht der schon mal gar nichts. Na toll. Ja, geil. Ach nein. Komm, Sepp. Hier, das geht ja mal gar nicht. Es geht ja so mal. Oh, Mann. Das ist blöd. Dieser blöde Riese. Ja, gut. Nein, 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 nein. Bitte. Nein. Nein, 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 in dem Spiel. Mir fehlt jetzt noch der Holzfäller, der Sparky, der Lavahund und das Kampfholz. Die paar Karten fehlen mir noch. Ja, wir spielen einfach mal in der Königspokal-Herausforderung. Vielleicht kriege ich das. Oh, wir kriegen das Kampfholz-Deck. Okay, wir setzen erstmal eine Elektrobombe direkt da vorne. Der Gegner pusht mit dem Ballon. Und dann hältst du einen Rage Spell. Was hat er da noch hinten vorne? Eisgeist noch. Nein. Oh nein, er spielt. Nein, er hat das Deck bekommen. Ich glaube, das ist das 3 Musketier-Deck. Mega natürlich. Auf jeden Fall habe ich Tom voll zum Start. Na toll. Tom voll hat sehr gebracht. Auf jeden Fall habe ich da nochmal eine Elixierpumpe stehen. Auch wenn die mir jetzt so gut wie gar nichts bringt. Weil mein Turm darum geht. So. Giftspell und ein Kampfholz. Bam. Okay. Der Golem soll mal bitte mal seinen Turm holen. Das wäre nett.
So, jetzt habe ich eigentlich einen ganz schönen Push am Start. Eben sein Turm geht auch down. So, wenn die Musketierin wird getankt von den Bogenschützen. Meine Musketierin kann noch Hits landen und damit ist sein Main Tower auch fast down. Die setzen einen Golem und wir haben schon direkt das Kampfholz wieder ready, falls er irgendwas setzen sollte. Genau, da setzen wir es direkt. Die Bogenschützen sind down. Oder auch nicht. Giftspell und eine Musketierin. Dann gucken wir mal, was der Golem am Turm macht. Er setzt natürlich die Minions. Die werden jetzt meine Musketierin höchstwahrscheinlich down holen, was auch passiert ist. Aber jetzt ist sein Turm down. Ja, perfekt. Okay. Ein Kampfholz noch und vorbei. Das war's von diesem Match. Das ist sehr schön. Es geht weiter. Wir haben jetzt ein Kampf geht noch, ne? Wir spielen das Spiegel-Tunnel-Gräber-Musketiere-Deck. Das ist eigentlich eine ganz schöne Kombo, weil das die drei Musketieren sind. Wir setzen direkt mal einen 2-Tunnelgräber-Push. Ich bin mir nicht sicher, hat er auch das Musketieren-Deck am Start oder was hat er am Start? Weil es gibt noch so ein Deck mit dritter Sepp-Kombination. Er hat auch die Musketieren. Oh nein. Oh mein Gott, jetzt aber. Oh. Shit. Meine Güte. Oh nein, das. Oh nein, das wird schlimm. Das sage ich jetzt schon voraus. Das mit den drei Musketieren, das wird schlimm. Aber ich setze jetzt auch und er kommt mit einer Megalakai und mit einem Tunnelgräber. Der Tunnelgräber geht höchstwahrscheinlich nicht down. Oder doch? Sollen meine Musketiere und holen mich mal den Turm. Jetzt wird er gleich zappen. Oder auch nicht. Hier ist ein Turmfeld. Es geht auf 800 runter. 3800. Okay. Eine Elex-Pumpe. Nee, ich spiegel den am besten nicht. Er kommt nämlich schon wieder mit diesen blöden drei Musketieren. Die muss ich jetzt erstmal versuchen, irgendwie zu verteidigen. Oh, Sepp. Nein! Warum geht er denn auf den Tunnelkleber? Der Turm? Komm, mach doch! Ich geh auf die. Oh nein, mein zweiter Turm fällt. Warum geht er denn auf den Tunnelgräber? Der Tunnelgräber hat so gut wie überhaupt keinen Damage gemacht. Oh Mann, hier Schluss. Ihr solltet jetzt erstmal versuchen, dass ich seinen Turm erst noch da hole. Ich push nämlich jetzt erstmal mit einer Minion-Horde Feuergeister. Nein! Falsche Karte, verdammt. Ja. Es sieht, ja. Okay, der Turm ist down. Okay, das geht. Das ist okay. Bam. Da kommen direkt die nächsten drei Musketiere. Ist mir jetzt egal. Bam, 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 bam. So. So, wir spielen jetzt noch einen Kampf. Das ist dann der letzte Kampf für diese Folge. Wir spielen das Holzfäller-Deck. Ja, es ist eigentlich ganz nice. Sagen wir es mal so, das Deck ist eigentlich ganz nice. Wir spielen direkt mal Holzfäller-Taktik und der Holzfäller macht schön Damage. Der Holzfäller macht schön Damage dafür, dass die Princess so gut wie gar nichts gemacht hat, aber er spielt die X-Bogen-Taktik und das gefällt mir überhaupt nicht. Diese X-Bogen-Taktik, die ist so nervig. Oh nein, 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 nehmen wir jetzt, bitte, holt wenigstens. Holt. Ja, oh ja. Oh, Holzfäller. Holzfäller, 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 Holzfäller. Bowler, 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 Bowler. Den muss ich erstmal blitzen. Bam, bam. Oh Gott, jetzt habe ich aber ein Problem.
Wegen der Skelett Army. Bitte, bitte, bitte. Kobolde holt. Oh nein, er hat eine Pulsus hinten dran. Er hat die ganze. Jetzt hat er nur Flächenschaden am Start. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt, bitteschön? Ernsthaft. Die Princess hat fast alle meine Skelette weggeholt. Ja. Ich habe nicht mal einen einzigen Hit gelandet mit meinen Skeletten. Und der Dark Prince plus Eisgeist kommt. Okay. Der Holzfäller? Ja, der Holzfäller holt den Turm. Den Turm sage ich schon. Den X-Bogen weg. Und versucht direkt nochmal mit dem Blitz oder. Erstmal einen Ofen und Sperrkobolde. Oh, die Prince gefällt mir da so überhaupt nicht. Okay. Machen wir einfach mal so. Ding, ding. Oh nein. Na toll. Er spielt noch. Nein! Ich splitze jetzt einfach nochmal die Prinzen weg. Ist mir total egal. Bam, bam, bam. Ich setze einen Dark Prince. Ja, der X-Bogen, der macht nichts gegen das Skelett-Armee. Aber wenn er natürlich setzt, dann habe ich ein kleines Problem. Ey, wenn er jetzt meinen Turm nicht mehr bekommt. Er versucht ihn krampfhaft zu bekommen jetzt. Er bekommt ihn nicht mehr. Ja. Okay. 3 Siege in dieser Folge. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, das war's von dieser Folge. Bis zur nächsten Folge. Waren es 4 Siege, glaube ich. Ja, 4 Siege. Bis zur nächsten Folge. Clash Royale. Minecraft. Mud Runners. Legend City. Whatever. Haut noch rein und tschüss!